Also. Also einen wunderschönen guten Mittag, Morgen, Abend. Je nachdem. Oder was auch immer. Hier sind mal wieder die aussätzigen Zauberer. Ja, und gibt es noch? Ja, wir haben nach wie vor Stress mit dem Datenschutz. Ja, wir hatten. Wir hätten, wie heißt es immer? Eine Kollegin sagt immer, Augen auf bei der Berufswahl. Oh, hör auf. Ich sag immer wieder, ich wäre doch besser Gärtner, Bäcker oder irgendwas anderes geworden, aber naja. Ja, kannst du noch. Du hast ja das ganze Leben noch vor dir. Ja, stimmt. Mit knapp 70. Danke. Danke. Letztens beim Thekenschnack schon, ja, diese alten Kerle, die da immer rumhängen. Ja, und vor allem, wenn ich dann nicht mal in der Lage bin, die Technik so zu bedienen und zu Beginn der Sendung beim Hallo rausfliege und ihr dann ohne mich weitermacht. Genau. Müssen wir jetzt unser Publikum abholen, unsere Hörerinnen? Also, wir sind die aussätzigen Zauberer, heute mit dem Eri und dem Daslo. Ja, heute mal ohne Pseudonym. Ohne doppeltes Pseudonym. Wir heißen wirklich so oder auch nicht. Und ich war unterwegs, ich bin immer unterwegs, ich war unterwegs im Norden, im hohen Norden in Kiel, an der schönen Ostsee, mit Blick auf die Ostsee, bei der Sommerakademie 2019, ULD, Datenschutz-Sommerakademie. ULD steht für Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Das ist so eine, würde ich mal sagen, so eine Datenschutzschmiede, Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im Norden und Vordenker in vielen Themen. Und diesmal stand im Mittelpunkt der Verbraucher, also Überschrift war Verbraucher im Fokus. Es ging um das Thema Datenschutz beim Kunden. Die Veranstaltung ist einmal im Jahr, da kommt man hin, wenn man irgendwie Berufsdatenschützer ist, wenn man privat ist, irgendwie schließen sie da aus, wenn man nicht in Schleswig-Holstein wohnt. Das sind auch ein bisschen komische Teilnahmebedingungen. Wenn man aber irgendwie nachweisen kann, dass man zu einer Firma gehört, kann man da hingehen und das ist sogar bezahlbar. Notfalls kann man es privat bezahlen. 70 Euro ist nicht die Welt. Und dort trifft man eigentlich alles, was so Rang und Namen hat im Datenschutz. Unter anderem einen Vortrag vom Jan-Philipp Albrecht, den man ja kennt, wenn man sich mit Datenschutzgrundverordnung auseinandersetzt. Das ist der Mensch, der in Brüssel bei der EU das Projekt Datenschutzgrundverordnung gestartet hat. Gemanagt hat. Mhm. Gestartet hat es die Kommissarin, die Vivian Reding, ja, ja. Aber er war der, würde ich mal sagen, der Datenschutzmanager, der dafür gesorgt hat, das hinzubringen, also das Gesetz zustande zu bringen, was eine super Leistung ist. Und ja, wer das sehen will, also da auch ein Tipp, ich werde es verlinken, da gibt es einen Film drüber, der heißt Democracy. Und dort ist sozusagen mehr oder weniger begleitet dieser Prozess und da kann man mal sehen, ja, wie schwierig es ist und was das für ein Kompromiss ist, sowas zu machen, weil ja viele meinen, das wäre sowas Einseitiges und so, da ist aber Wirtschaft und alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen beteiligt und das ist echt sehr spannend, aber auch nur, glaube ich, wenn einen das Thema interessiert, weil wenn zum Beispiel einer wissen will, was machst du den ganzen Tag, was ist denn eigentlich dein Job? Dann sage ich, guck dir den Film an, so fühle ich mich jeden Tag, weil im Prinzip tue ich sowas Ähnliches, nur im Kleineren. Ja. Wer zufälligerweise Wochendämmerung hört, wurde das auch mal vorgestellt und der Film hat nämlich auch noch einen weiteren Vorteil, auch wenn man sich jetzt für Datenschutz nicht interessiert, der zeigt auch noch mal relativ gut, wie Gesetzgebung in Europa generell funktioniert. Stimmt, da wird es auch erwähnt, habe ich gehört, ich höre die ja auch. Ja. Ich zahle nur nicht so viel, dass ich am Abspann genannt werde. Ein bisschen weniger. So ist er. Ja. Okay, also zurück zum Thema Verbraucher. Der Jan-Philipp Albrecht ist ja jetzt, hat einen neuen Job. Der heißt jetzt Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein. Also so ein halber Zungenbrecher. Deswegen macht er nicht nur Datenschutz, hat aber da vorgestellt, wie kann man quasi Bürger in die Lage zu versetzen, Information zu kriegen, Informationsfreiheit, also wie lässt man die Daten des Landes Schleswig-Holsteins frei, könnte man jetzt sagen. Manche waren enttäuscht von dem Vortrag, habe ich so in der Diskussion mitgenommen. Ich fand ihn okay, denn wenn man bedenkt, dass er auch noch Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung hat, also ist das nur ein Teilaspekt, hat er wahrscheinlich den ganzen Tag genügend zu tun und ist da jetzt nicht mehr in einem Thema so tief drin wie bei der DSGVO.
Und die haben bisher die meisten Daten in Deutschland auch schon online gestellt und, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und das ist so ein Punkt, ganz wichtig, wie kannst du frei sein, wenn du keinen Zugriff auf freie Informationen hast? Und das ist für mich so einer der, ist ja einer der 7 Aspekte des Datenschutzes. Wenn ich es hinkriege, verlinke ich auch das. Freier Zugang zu Informationen, und das ist definitiv so. Ich habe es in ganz vielen Podcasts die Woche gehört. Ich habe es nur leider schon wieder vergessen. Ich glaube, ich bin überarbeitet. Also wie gesagt, das war ein Thema, und bei den Vormittagsvorträgen, so Verbraucher im Mittelpunkt, der Verbraucher als Follower, Influencer-Marketing, da muss ich einen kurzen Stopp machen, weil das war die Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, die Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waag von der CDU. Und die ist aufgefallen, denn die hatte im Gegensatz zu allen anderen einen besonderen Vortragsstil. Sie hatte keine... Kurze Frage, jetzt nicht Overhead-Projektor und Folien, oder? Nee, sie hatte gar nichts von den gleichen, sondern sie hat eine vorbereitete Rede abgelesen. Okay, naja. Und die hat sie auch noch nicht mal selber geschrieben. Und die so war, das war wirklich so Neuland und Vergangenheit. Aber die kam aus der Vergangenheit, und das hat gepasst zur CDU und zu allem, was ich so kenne an Diskussionen, Community, Datenschutz, Podcasting. Ja. Das war voll bedient, dieses Klischee. Die hat erstmal erklärt, dem Publikum, das waren in der Regel fachkundige Leute, die waren im Durchschnitt, okay, Deutschland ist Datenschutz schon ein bisschen lang am Diskutieren. Der Altersdurchschnitt war jetzt nicht zu jung, aber das sind auch Zuhörer unter 30, viele dabei gewesen. Studenten, Studentinnen, Nachwuchs, auch ein paar ältere Semester bis hin zu Rentner, aber die sind im Thema drin und die sind engagiert meistens, die dort sind. Und die hat erstmal erklärt, was ein Influencer ist und was YouTube ist. Das erinnert mich, also ich finde... Abgelesen. Ich finde das deswegen mal ganz interessant, weil ich... kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte mal die Gelegenheit, im Havanna Club in Frankfurt als Gast irgendwie bewirtet zu werden. Und da war unter anderem ein Vortrag, so eine Vortragsreihe, unter anderem war da der ehemalige Verfassungsschutzpräsident. Das ist jetzt, wann war das? Das war Ende der 90er. Ja. Und der hatte dann einen Vortrag zu halten, und ich meine, auch Ende der 90er hat kein Mensch mehr Overhead-Projektoren verwendet, sondern irgendwie PowerPoint oder irgendwie, ja, so. Und der kam dann wirklich mit einer Sekretärin, hatte eine, vielleicht kennt das noch jemand, der älter ist, so eine Rolle durch diese Rollen, ja. Ich kenne das so von meinen Lehren. Dabei. Dann musste, kennt man das. Dann hatte das ja angekündigt, hat tatsächlich jemand so einen Overhead-Projektor aus irgendeiner Schule geklaut, keine Ahnung, hat ihn da hingestellt, der hat diese Rolle eingespannt, nee, nicht selbst, sondern seine Sekretärin hat das getan. Und er hat sich dann vorne hingestellt, hat einen Vortrag gehalten, die Sekretärin musste, hat dann immer Handzeichen gekriegt, wie sie weiterrollen musste. Und dann kam die Frage irgendwann auf, kriegen wir denn auch irgendwie ein Handout? Und es gab es wirklich. Ne? Das Handout habe ich mir sogar aufgehoben, das habe ich heute noch im Schrank stehen. Das waren diese, kennt die ihr Kopie noch? Von der Rolle? Waren das dann Papyrusrollen wie in der... Nee, es ist wirklich unglaublich. Wenn einer noch älter ist, kennt er vielleicht noch die frühere Möglichkeit... Spiritus. Genau, diese Spiritus-Kopierer. Wie hießen die Dinger? Die Rotationskopierer? Wie hießen die? Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Die haben gestunken wie die Sau. Die hatten wir früher in der Grundschule. So Spiritus ungefähr. Einfüllen, ja. Und dann drehen. Genau. Matrizen einspannen? Ja. So Blaufolien, wie Durchschlagspapier hat das ausgesehen, da wurde dann drauf im Prinzip geschrieben. Oder mit der Schreibmaschine ohne und Farbband. Und dann wurde das durchgeleiert. Und das, wie hießen die Dinger? Ich komme jetzt auch nicht drauf. Auf jeden Fall, so in dieser Art, kannst du dir das vorstellen, kamen dann einzelne Blätter, die waren mit der Hand zugeschnitten und einfach oben zusammengeheftet. Und es hat dann jeder in die Hand gekriegt, du hast da echt gesessen, hast gedacht, okay,
da, wir sind jetzt wieder irgendwie in den 60ern oder so. Und das Schärfste war, dieser ganze Vortrag auch damals, das war, die Russen sind schuld, ne? So dieser ganze kalte Krieg-Kram halt, ne? So, das war also wirklich total neben der Spur. Aber so ein bisschen erinnert mich das daran. Also jemand, der sich da hinstellt, eine Vortragsrede von jemand anderem vorliest und dann den Leuten vollkommen undifferenziert erstmal erklärt, was Influencer, was das Internet eigentlich ist, weil die Leute, die da sitzen, ja möglicherweise erstmal abgeholt werden müssen. Das ist, ja, und das beim ULD ist schon wirklich, ja, hat schon was. Ne? Aber Eintritt haben die, ja doch, 70 Euro hat es gekostet. Ne? Mittlerweile, die verlangen seitdem die CDU an der Regierung, es kostet was. Ja. Aber ja, also ich gucke gerade hier in der Wikipedia, das könnte ein Hektografiergerät sein. Das hat irgendwie, ich kenne den Begriff nicht, aber ähnliche Apparate sind Mimeographen, Autographen, Chromographen, Multigraph, Kilograph. Naja. Das sind auf jeden Fall Matrizen. Ja, ja, genau. Matrizen kopieren. Auch Matrizendrucker in der EDV und ja. Aber das war jetzt wieder ein Abschweifen vom Thema, aber das ist ja. Kommt alles wieder. Kommt, ja, wer kommt weiß, alles, wer weiß. Nach dem Fallout und nach der Zombie-Apokalypse mal wieder. Schreibmaschinen sind auch wieder gefragt. Hast du deine Unterlagen für die alte Relais-Technik im Telefonnetz schon weggeworfen oder hast du die noch? Ich hab die für die Zombie-Apokalypse. Ich habe ein paar Bücher von früher aufgehoben. Ja, nach dem Atomkrieg können wir wieder anfangen mit Relais. Ich habe die Unterlagen und dann bauen wir wieder ein elektromagnetisches Telefonsystem auf. Warum? Im übernächsten Leben. Warum nicht beim nächsten Camp können wir das machen? Okay, dann komme ich mal zurück. Also die Kollegin, also ich hatte dann die Gnade, dass ich nach 5 Minuten raus musste in eine Telefonkonferenz und reinkam, da war die immer noch am Reden. Ich habe mir das dann erzählen lassen, ich habe nichts verpasst. Oder nach 10 Minuten musste ich raus, es war nicht so schlimm. Also das war das Thema Verbraucher als Follower. War nicht so spannend. Dann kam ein Christian Bugedai, den fand ich beeindruckend, weil Darcy.is, hat jetzt nichts mit dem IS zu tun. Ich finde es bemerkenswert, dass es solche Leute gibt. Der ist angetreten, befreit Social Media aus der Werbefessel. Er hat sozusagen so ein Open-Source-Projekt als Alternative zu Facebook allein, wo er noch Sponsoren sucht. Ich sage mutig, ich finde es gut, dass es solche Initiativen immer wieder gibt. Ich habe nur leider nicht die Hoffnung, dass sich sowas durchsetzt. Aber solange es sowas gibt, habe ich immer noch die Hoffnung, es gibt Alternativen und die werden auch mal aufgezeigt. Also das Schöne ist, durch das, dass es das gibt, gibt es halt Ansätze zu sagen, es geht auch anders und vielleicht orientiert sich dann mal jemand dran und es wird besser bei Social Media. Aber man sieht ja auch, Mastodon fliegt nicht so richtig. Ich habe da zwar auch einen Account, aber faktisch nutzen tue ich ihn auch eher nicht. Ja. Twitter nutze ich ja schon wenig, weil ich da auch nicht so viel Benefit habe. Ich bin da nicht so der Twitter-Fan. Naja, dann kam natürlich die Verbraucherzentrale, die haben da ein Thema mit Datenschutz. Der Bundesverband, ist klar, den hört man da. Dann kam der Jan-Philipp Albrecht, hatte ich schon gesagt. Dann war ein interessanter Vergleich, und zwar Christian Torun, Datenschutz, das neue Bio. Was ich spannend fand, ist sozusagen mal einen Blickwinkel verpassen. Viele Datenschützer haben da die Nase gerümpft, weil die erwarten da ihre trockenen, theoretischen, meist juristischen Themen. Der hat einfach verglichen, sozusagen, kann man das vergleichen mit dem Bio? Wie die ersten Bioläden kamen, wo ist Bio heute? Bio gibt es im Supermarkt, bei Aldi und so weiter. Hinter Bio steckt nicht das, was der Kunde erwartet und so weiter. Geht es mit dem Datenschutz nicht auch so? Und das fand ich wirklich einen interessanten, spannenden Vergleich. Das kann man sich mal ansehen, denn da ist viel dran, naja, und viel könnte projizieren, dass sich der Datenschutz dadurch verändern wird, dass er halt Mainstream ist oder populär ist oder durch DSGVO in aller Munde. Ich sehe das nicht mehr das Thema, als wie er früher mal war. Ich sehe das von daher schon mal interessant, weil das Bio ist ja, auch wenn es Bio ist ja in dem Sinne nicht wirklich Mainstream. Ja? Also kriegst du irgendwie jetzt Bio angeboten und weißt nie, ob Bio drinsteckt. Das ist ja beim Datenschutz ähnlich. Das ist genau der Punkt, ja. Weiß er auch nicht. Aber für mich schon mal so eine Parallele ist, die sehr interessant ist, mal zu beleuchten ist, das Bio ist ja auch so eine
ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht abwertend gemeint, also nicht wirklich abwertend gemeint, so ein bisschen natürlich doch schon, aber so dieses elitäre Gedue, ne? So das Bio, das hat sich ja früher keine Socke leisten können, das hat ja dreimal so viel gekostet wie das normale Essen, sag ich mal. Das war ja schon so was Intellektuelles, ja. Du bist da, ich mach Bio und so. Reformhaus. Und, ja, so Reformhaus. Ja, aber auch selbst Bioläden, ja? Auch so ja. Bioläden oder selbst Bio-Bauernhof, da sind Leute hingegangen, die gebildet waren. Der normale Mensch, sage ich jetzt mal von nebenan, der hat da eher die Nase gerümpft. Also wenn ich so bei uns in der Gegend, wie ich angefangen habe, so ein bisschen vegan mich mal eine Zeit lang zu ernähren, da war das total außergewöhnlich. Ja, da bin im Bioladen, da bist du also wirklich, es war halt wie in der Apotheke einkaufen. Und so ein bisschen hat ja Datenschutz auch so, finde ich schon, so dieses Ding, echt drüber nachdenken, sich da, ich sage jetzt mal auch Gedanken drüber, jetzt mal so reflektieren und so, da brauchst du schon einen gewissen Grundstock an Offenheit und Bildung und so. Jetzt, ich sage jetzt mal, der normale Mensch ist froh, wenn er irgendwie das Brot auf den Tisch kriegt und nicht halbtot ins Bett fällt, wenn er von der Arbeit kommt. Der hat da jetzt keinen Bock, sich über Datenschutz da noch Gedanken zu machen. Der ist froh, wenn er mit Facebook irgendwie dann nochmal ein paar lustige Katzenvideos sehen kann, was auch immer. Das ist ja zumindest mal so ein Bild, was einem schon so anspringt. Und das andere ist dann halt, also die können sich damit auseinandersetzen und letztendlich dann auch nutzen. Und das kostet halt auch Aufwand und Geld. Und Aufwand ist ja auch Geld, ne? Also im Sinne von, du musst da Zeit zu haben. Zeit hast du nur, wenn du dir Freiräume schaffen kannst. Freiräume kannst du dir eigentlich nur schaffen, wenn du drei Jobs oder zwei Jobs machen musst, damit du dein als alleinerziehende Frau oder irgendwie dein Kind durchbringst. Ja, das ist mal so, ja, Punkt. Jemand, der gucken muss, dass er jeden Tag irgendwie was Warmes auf den Tisch bekommt, der befasst sich, denke ich mal, weder mit Bio noch mit Datenschutz. Ja. Also von daher gibt es da schon auch Parallelen, also mehr so in diese Richtung. Definitiv, ne? Weil ich erlebe ja auch gerade die Industrialisierung. Das heißt, Juristen, die nicht unbedingt jetzt sozusagen die sieben Aspekte des Datenschutzes, wie wir es immer mal vorgestellt haben, aus einer ethischen Sicht, sage ich mal, leben, sondern die halt einen Gesetzestext interpretieren und umsetzen für Geld, ja. Gegen Geld, Leistung erbringen, juristischen Sachverstand. Und das ist eine Art Industrialisierung. Und das ist so ähnlich wie bei Bio. Das ist sozusagen das Bio, das du bei Lidl, Aldi und Co. kaufst, wo ein Verbraucher eventuell assoziiert, glückliche Kühe, irgendwie keine Massentierhaltung und so weiter, heißt es halt nicht, sondern da gibt es ein Zertifikat, wann darfst du es Bio nennen, ja. Und es ist halt genau eingehalten und genau juristisch so abgesichert und ja. Das ist dann auch Massentierhaltung. Und das heißt ja nicht, dass das okay ist, ja. Und beim Datenschutz hast du genau dasselbe, das ja. Kriegst du auch, den genau. Datenschutz ja, verkauft im Paket als Abo für 9,99 im Monat oder so. Da kann halt nicht dahinter stecken, dass sich einer ernsthaft dafür interessiert und dir das anguckt, sondern der verkauft dir ein Bündel von Online-Schulungen, irgendwelchen Schulungsvideos, die allgemein das Thema ein bisschen erklären. Der gibt dir vorgefertigte Mustererklärungen, ob die jetzt passen oder nicht. Da wird halt die Adresse angepasst, so dass du formal nicht angreifbar bist. Aber das zumindest, was so ja. Unsere Leidenschaft ist oder unser Los ist, die befassen sich dann nicht aus dem Blickwinkel damit, meistens nicht. Ich will da nichts unterstellen, aber sowas kommt halt hoch. Das mag ja auch okay sein. Also das kommt halt wirklich drauf an, wie bist du da unterwegs. Also der normale, ich sag jetzt mal, Vereinschef, der da irgendwie eine Webseite irgendwie zu pflegen hat oder so, der muss jetzt nicht unbedingt den super Datenschützer Rechtsanwalt finden, der ihm da jetzt ganz individuell da irgendwie was zusammenschneidet. Da haben wir ja auch mal was vorgestellt, da vom Heise Verlag, dieses DSGVO Heft, was sie da rausgebracht haben, wo da wirklich mal so an der Praxis orientiert ein paar Tipps waren, wie geht man damit um und so. Das für so normale, ich sage jetzt mal, Kleinstbetriebe und Vereine absolut okay. Mag passen, aber ich habe hier gerade die Woche auch wieder so einen schönen Zeitungsbericht gesehen. Es gibt halt Leute, die mittlerweile richtig Geld damit verdienen, zum Beispiel Pseudonymisierung, also so, wie kannst du vor dem Big Brother flüchten? Ja? Also die bieten da Schulungen an und Lehrgänge und Präsentationen. Die kosten dann schon mal so, ich sage jetzt mal, ab 250, 300 Euro, wo du dann im Prinzip gezeigt bekommst, wie du dem
dem Aluhutfalltest. Dem, ja, so, ja, nicht, digital. Nee, also schon professionell, ja. Also es ist jetzt nicht so der Aluhut und vollkommen abgedrehter Schwachsinn oder so. Das hat schon was, ja. Das hat auch Hand und Fuß, das war schon auch ein Profi. Aber es geht letztendlich darum, Geld zu machen. Ja. Also das sind keine Tipps, die ein normaler Mensch braucht, sondern das sind dann schon eher Tipps, wie wenn einer so eh schon am Rande der Paranoia durch die Gegend läuft, weißt du so. Und so dann, wie wir. Jetzt, so wie wir, aber wir, gut, wir können dem noch was erzählen. Wir können erzählen. Also wieder falten. Genau. Aber ich fand das halt, das ist halt auch schon so ein Stück weit im Normalen angekommen. Also das sind ja eher so Berichte, die wir früher mal gelesen haben in irgendwelchen Büchern von, was weiß ich von wem, ja, von irgendwelchen Hackern, die da mal irgendwie was geschrieben haben. Das liest kein normaler Mensch. Das stand in der ganz normalen Tageszeitung. Das war ein Einseitenbericht über einen Typen, der in, ich glaube hier bei uns sogar irgendwie hier in der Gegend so Schulungen angeboten hat, so Präsentationsabende angeboten hat, wo 250, 300 Leute am Abend da zusammenkommen und sich da von ihm von der Bühne herunter erzählen lassen, was sie wie anklicken müssen, damit sie da bei Google nicht mehr getrackt werden und so. Und auf was man da alles zu achten hat, dass, wenn man mal praktisch digital verschwinden will. Was also totaler Irrsinn, finde ich, ja. Aber es kommt an, ja, kommt an. Nee, auf jeden Fall. Das ist, wenn du Geld verdienen musst, ist, ist auf jeden Fall so. Und dann kam das Highlight. Ja. Wobei, die haben da jetzt schon also Kritik an den ULD, weil das hätten wir besser gendern können. Praxiserfahrung eines Artikel 15 Power-Users. Eigentlich müsste es heißen, eine Artikel 15 Power-Userin. Was ist Artikel 15? Da geht es um das Thema Auskunft. Das heißt, liebe Firma, erzähl mir doch mal, was du über mich hast. Wer uns regelmäßig hört und auch mal auf ein Chaos Communication Veranstaltung geht, kennt das. Da hat die auf Twitter die Katascha, die Katharina Nukun, hat das Thema vorgestellt, was haben denn die Firmen so über uns? Das war quasi der Kurzvortrag, ein bisschen abgedatet, vom Kongress. Also wir werden es verlinken. Auf dem Kongress hat man die Langversion. Da hat die Katascha das ausführlich dargestellt. Was kriegt man an Daten zurück? Wie hoch ist der Stapel Papier? Was steht da drin? Und die Letty, wer die kennt aus der Freakshow, die hat das Ganze grafisch aufbereitet, also visualisiert. Und das ist echt ein super Vortrag. Ich habe dann auch bei den Diskussionen hinterher die Links zu dem Video verteilt für die Leute, die mehr wissen wollten. Und in der Tat, das war der meist diskutierte Vortrag, weil eigentlich viel zu wenig Leute, selbst die Datenschützer, fragen viel zu wenig nach, welche Daten verarbeiten die. Liegt wahrscheinlich daran, ich habe mit einem Teil der Leute zu tun, die sind da auch genervt, weil der Datenschutzbeauftragte natürlich an der Recherche beteiligt ist und die damit Arbeit haben, aber ich diskutiere mit denen immer, Leute, ihr habt das Thema falsch verstanden, wenn ihr der Meinung wärt, es gäbe zu viele Anfragen. Ja. Weil eigentlich gibt es zu wenige und ich finde es toll für jeden, der hier sein Recht wahrnimmt und mal nachfragt und sich die Daten geben lässt. Und das Schöne ist ja, die Stories gibt es so nicht. Die Katascha könnte den Vortrag nicht so schön halten, wenn nicht zum Beispiel amerikanische Firmen das Gesetz wortwörtlich nehmen. Denn es ging auch viel um die Salamitaktik. In deutschen Firmen kriegst du die Daten gar nicht. Also du kommst da gar nicht so weit, so eine schöne Story darzustellen und so ein umfassendes Bild zu kriegen. Ich würde sagen, das liegt nicht immer daran, dass die deutschen Firmen oder die europäischen die Daten nicht haben, sondern die rücken sie nicht so leicht raus, weil sie zu viele Datenschützer haben und andere Juristen, die davor sitzen und Salamitaktik machen. Naja, wobei ich will das ein bisschen in Schutz nehmen. Also zum einen, erstmal so zum ersten Punkt, ich habe das mal vor Jahren mal gemacht, wir hatten das ja auch mal hier Anfang des Jahres durchgeplant, dass wir das auch wieder mal aufgreifen und selber mal ein paar Firmen anschreiben. Haben wir auch gemacht, sind euch noch schuldig. Ja, müssen wir noch die Ergebnisse liefern. Da muss ich aber ganz klar sagen, also zum einen, ich kann das schon auch verstehen, das ist nämlich wirklich Arbeit. Also es ist nicht so, dass man da, ach lustig, und dann machen wir mal und dann schreiben wir mal 5 Firmen an und dann kriegen wir mal ein paar Briefe oder so. Wenn du das wirklich mal nachvollziehen willst, musst du dich damit beschäftigen und das kostet schon Aufwand und Zeit. Meinst du jetzt als Nutzer oder als Betroffener? Als Betroffener. Ja, so, als du
Du schreibst sie da an, dann kriegst du da irgendwie was zurück, dann musst du natürlich gucken, was macht das für einen Sinn, was ist das und so. Das ist das eine. Und natürlich musst du auch hinterher sein. Also die Salami-Taktik insofern, da gebe ich dir vollkommen recht, viele Firmen, dann geht erstmal die Diskussion los, sind sie das überhaupt? Ja, wir müssen jetzt erstmal sicherstellen, dass sie auch berechtigt sind, diese Frage zu stellen und dann Antworten darauf zu kriegen. Was ja grundsätzlich schon erstmal kein dummer Gedanke ist. Ja. Ist okay. Ja. Aber das heißt natürlich dann, ja gut, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich jetzt? Ne? Also ich muss auch wieder reagieren und Zeit reinstecken. Und das hat halt alles irgendwo seine Grenzen, weil jeder von uns muss ja auch nur irgendwie sehen, dass er die Brötchen heimbringt. Aber von daher sage ich jetzt mal, ich kann schon auch Leute verstehen, die sagen, nee, gut, das habe ich mir mal angeguckt, das ist mir einfach zu viel Aufwand. Aber was jeder mal machen kann, ist zumindest an den Stellen, wo er merkt, irgendwie kommt mir das komisch vor oder irgendwie weiß ich nicht, was da genau passiert. Also jeder hat ja mal irgendwie eine Vertragsbeziehung mit irgendeiner Firma, wo er denkt, hier, das würde mich jetzt schon mal interessieren, warum die mir genau diese Werbung jetzt geschickt haben oder warum ich von denen jetzt bestimmte Dinge kriege. Also ein Trick, den ich immer mal wieder angewendet habe und auch immer noch anwende, ist, mal so kleine Änderungen in der Adresse oder in der Schreibweise des Namens bei der Angabe von irgendwelchen Adressdaten zu machen, wo ich jetzt nicht auf Werbung einwillige, aber dann trotzdem kurze Zeit später Werbung kriege. Ja. Wo ich dann anhand der Falschschreibung dann schon feststellen kann, ah, das war, wo ich, was weiß ich, der Firma XYZ irgendwas bestellt habe und jetzt kommt von der Firma ABC irgendein Schrott an Werbung, da stimmt ja irgendwas nicht. Ne? Und da kannst du dann schon mal nachhaken. Das machen halt auch viel zu wenig Leute. Ja. Und das Zweite, was natürlich schon ein Thema ist, ich glaube, also da bin ich nicht ganz der Meinung, Salamitaktik, weil das kann man auch anders sehen, nämlich was interessiert mich, also was viele falsch verstehen, ist bei der Beauskunftung, dass das bedeutet, Inhalte zu schicken. Also im Sinne von, wie das Facebook da mal eine Zeit lang gemacht hat, glaube ich, machen das immer noch. Du kriegst eine CD, wo alles drauf ist, was sie von dir haben. Das ist nicht die Frage der Beauskunftung. Die Frage der Beauskunftung ist, was habt ihr von mir und zu welchem Zweck verarbeitet ihr die, wie? Ja. Und nicht, was habt ihr von mir und schickt mir jetzt bitte alles, was bei euch in der Datenbank von mir drin ist. Das hat nämlich so wie die Schufa-Auskunft, meinst du, ne? Ja, weil das natürlich erstmal, was will ich damit? Also ist mal grundsätzlich erschreckend. Ja klar, da kriege ich eine DVD, da sind Millionen Datensätze von mir drauf. Ja, da bin ich geschockt, ja, kann ich sein. Aber das ist jetzt keine neue Erkenntnis, die ich da gewinne. Das weiß ich schon ziemlich lange, dass sie ziemlich viel von mir haben. Was mich viel mehr interessiert ist, wozu? Also was ist der Zweck? Was ist der Weg? Und ist da eine Rechtsgrundlage da oder ist da keine Rechtsgrundlage zu da? Und da brauche ich nicht die DVD mit einem Datenbankabzug, wo mein Name irgendwie drin vorkommt, weil das bringt mir nichts. Das macht mir nur eine ganze Menge Arbeit und letztendlich den Aufwand, den die beiden da jetzt getrieben haben, finde ich super. Ich finde auch die Erkenntnis klasse. Das kann man dann ja auch mal machen, aber ich würde das nicht machen. Also erstens habe ich überhaupt nicht die Fähigkeiten dazu, mir da grafische Auswertungen so aufzubereiten. Und zum anderen, dann weiß ich, okay, die haben da irgendwelche Daten und da könnte man drauf schließen, dass ich XYZ, weiß ich nicht, keine Feuerzeuge brauche, weil ich nicht mehr rauche. Super, ja. Also worauf ich raus will, ist eigentlich, das sind schon Grenzen, ja. Also wo ich dann sage, okay, da muss man sich besinnen, Unsinn von solchen Beauskunftungen natürlich schon auch mal Gedanken drüber machen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es sehr, sehr häufig eben genau zu diesem Missverständnis kommt. Da wird dann aller mögliche Krempel aus der Datenbank gezogen, das wird dann irgendwie dir zur Verfügung gestellt. Damit kannst du in der Regel nichts anfangen. Was sagt dir das? Ja, also du hast eine DVD voll mit irgendwelchen einzelnen Nullen und schön. Also von daher kann ich das schon auch nachvollziehen, wenn Firmen eben nicht DVDs verschicken, sondern sagen, okay, wir haben, sie haben mit uns ein Vertragsverhältnis und das sind die Informationen, die wir von ihnen haben und die verarbeiten wir aus dem Grund und dann ist mir das als Auskunft vollkommen ausreichend. Ja, auf jeden Fall und wir sollten zumindest mal, ich will es jetzt nicht versprechen, nachholen. Wir müssen das wir mal haben machen jetzt. Einen halben Podcast zu dem Thema auf Halde liegen. Ja. Und die Rückläufe sind mittlerweile da, die müssen wir in die zweite Hälfte packen. Das liegt jetzt an unserer Zeitkoordinierung. Ja. Absolut. Schön finde ich, auf einer der Folien stand, wer dir sagt, er hätte noch nie gelogen, dem traue ich nicht, mein Sohn.
Ja. Soll von Wilhelm Busch sein. Also, das waren jetzt so die Vorträge. Ich werde da die Hauptseite verlinken, da findet man alles. Und packe auch das Video vom Kongress drunter. Ja. Was noch und, eine? Ja. Ja, mach du. Eine Anmerkung, die ich dann noch habe, was einfach mal so ganz nebenbei, also was der ULD da macht, ist natürlich schon, die stellen die Vortragenden vor, die Präsentation, falls denn vorhanden, nämlich von der tollen Frau Sabine Sütterlin. Ja, die hat ja auch keine Präsentation. Da gibt es natürlich auch keinen Vortrag, ne? Finde ich natürlich dann auch bemerkenswert. Aber klar, auch daran merkt man dann, wie sowas dann läuft. Aber ihren Lebenslauf findet ihr doch. Lebenslauf, ja. Grober Lebenslauf ist da. Und ein Bild von ihrer Bewerbung wahrscheinlich. Ja, das ist schon ein paar Jährchen her. Oder ist die Tochter? Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall, die Präsentationen sind da. Nee, was mir auffällt, das ist einfach mal so ganz nebenbei, ne? wenn du dir anguckst, Kongress, Chaos Communication Kongress. Das ist eine andere Liga. Ne? Absolut andere Liga. Das ist zwar alles irgendwie so aus der, ich sag jetzt mal, selbst organisierte Nerds, die sich treffen und einfach mal tun, bis hin in zu HD-Videoqualität, Mehrspur, Ton mit Übersetzung und Gestensprache, ja, und weiß ich nicht. Und wenn nicht live, dann spätestens eine Stunde später irgendwie online und mit Video und allem drum und dran. Oder auch so Sachen wie jetzt beim Camp, wo dann in dem großen Zelt sogar irgendwie Emitterspulen angebracht waren, irgendwie, wo dann die Leute mit Hörgerät dann sogar das Hörgerät praktisch mitgenutzt wurde, dass sie besser verstehen, was da vorgetragen wird. Also, ja, das, oder Gestensprachler, ne, die dann vorne mit auf der Bühne stehen und dann in Gestensprache im Prinzip die Präsentation dann noch praktisch übersetzen. Entschuldigung, also da hätte ich mir jetzt vom ULD aber schon erwartet, dass da wenigstens hier und da mal ein Video zu sehen ist. Ja. Die machen Live-Videoübertragung. Okay. Im offenen Kanal Kiel. Aha, okay. Aber und zeichnen sie das auf, oder was? Das finde ich gut. Die haben auch Räume. Da wird auch vorher erklärt. Du kannst da in Räume gehen, um anonym zuzugucken. Na, okay. Du kannst auch eine Papiertüte im Kopf ziehen. Ja, die kriegst du auch dort. Du kannst dich aber auch quasi der Live-Übertragung entziehen und das wird vorher erklärt. Also von daher bieten die schon ein bisschen mehr und ich muss mal gucken, ob man Aufzeichnungen von dem offenen Kanal Kiel kommt. Das ist als Südländer logistisch nicht so einfach, aber ich muss mal nachgucken. Wenn nicht, müsste man den Jan-Philipp Albrecht sagen, sorgt dafür. Aber wobei der offene Kanal, doch, der ist öffentlich gefördert. Ja, das müsste schon möglich sein. Dann ist das ja so eine Eintagesveranstaltung, wobei die meisten treffen sich am Vorabend und am nächsten Tag sind irgendwelche Fachthemen. Wir nutzen das auch immer. Ich bin in solchen Arbeitskreisen drin von Organisationen. Wir nutzen das auch immer, um dann im Anschluss dran sozusagen Tagungen zu machen, weil die Leute sowieso vor Ort sind und es sich anbietet. Und der Nachmittag ist dann eher was für die Datenschutzarbeiter, sage ich mal. Da ging es um das Thema Datenschutzpannen aus der Praxis, dann Guidelines zu Controller, Processor, wer ist verantwortlich, da komme ich gleich nochmal drauf, um behördliche Datenschutzbeauftragte, die aus der Praxis berichten, aber auch was als Verbraucher, wie kann ich mich schützen, das waren schöne Beispiele. Da stammt auch das Wilhelm Busch-Zitat her. Dann Informationsfreiheit bei Design, das ist dann aus der Ecke, wie kannst du das als Behörde Informationen bieten, Datenschutzrisiko bewerten, erkennen, Kopplungsverbot, das ist schon wieder so ein Fachwort, also ich darf nicht eine Dienstleistung daran anknüpfen, dass ich die Daten sammle, also ich kann Daten als Gegenwert, darf ich normalerweise nicht verbinden, jeder kennt wahrscheinlich 1000 Beispiele, wo es anders ist. Was aber im Detail juristisch gar nicht so einfach ist. Also was ist da freiwillig und was ist nicht freiwillig? Dann Thema Softwareentwicklung, KI, da wollte ich hin, ist ausgefallen, weil der Mensch erkrankt war. Ist mit seinem Roboter erschlagen worden. Nee, so schlimm nicht. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Das hätte mich interessiert, was die da mit KI experimentieren. Wo ich aber wirklich drin war, ist so ein Thema, das ist wirklich was für Insider. Ich finde es gut, was da gerade passiert. Und zwar wird erstmal erklärt, wie funktioniert Datenschutz von der Aufsichtsseite her. Also wie einigen sich jetzt die europäischen Länder, im Moment noch 27, glaube ich, demnächst vielleicht nur 26 oder auch nicht, werden wir erfahren. Also die Länder der Europäischen Union, meinst du? Die Länder der Europäischen Union. In Deutschland haben wir nochmal Länder, 16 Stück, und einen Bundesbeauftragten.
Das heißt, da haben wir noch 17 Aufsichtsbehörden. Und wie arbeiten die zusammen? Wie wird das zusammengeschlossen? Da gab es früher eine sogenannte Artikel 29 Arbeitsgruppe, die Working Group WP 29. Das ist jetzt der Europäische Datenschutzausschuss, EDSA, beziehungsweise European Data Protection Board, EDPP oder wie heißt das dann? EDPB. Ich tue mich da immer schwer, weil in Franken haben wir nur ein B. Nee, ihr habt zwei Bs. Ja, ein B und ein B halt. Und ja, auf jeden Fall, wie funktioniert das? Und die geben Guidelines raus. Und das Spannende ist, die sind an einer neuen Guideline. Und ich freue mich schon drauf, weil ich finde die gut von der Idee des Datenschutzes her, weil sie praxisorientiert ist. Ich finde es spannend, wie man damit umgehen wird, weil die wird einige, die aus der alten Welt kommen, vor der DSGVO und Datenschutz irgendwann mal vor 30 Jahren gelernt haben, die wird das anstrengen, weil seit Mitte der 90er gibt es schon moderne Werkzeuge in Europa. Die Deutschen haben die ignoriert bis 2018 und die wenden sie heute in der Praxis kaum an. Und die werden dann eventuell erzwungen, weil dieser Ausschuss, der legt die Richtlinien fest und der weist dann die Aufsichtsbehörden in allen europäischen Ländern an, es so zu prüfen und umzusetzen. Und da geht es quasi darum, wer ist eigentlich verantwortlich für die Datenverarbeitung? Und die gucken da nicht so sehr auf das theoretische Vertragskonstrukt, das dann mit der Praxis nichts zu tun hat und hauptsächlich in Deutschland gelebt wird, sondern die gucken dann wirklich nach, wer hat faktisch die Macht über die Daten und wo werden Entscheidungen getroffen. Das heißt, wenn ich jetzt als Firma meine Daten zu Amazon in die Cloud lege, okay, die würden den Vertrag nie unterschreiben, dass ich nach wie vor die Macht drüber habe und die alles nach meiner Anweisung machen, unterschreiben die sowieso nicht. Aber gesetzt den Fall, ich hätte den Vertrag, solche Konstruktionen haben wir in Europa, dann ist das egal. Faktisch hat der die Verantwortung, der darüber entscheidet, was mit den Daten passiert. Und das finde ich einen spannenden Prozess. Wie gesagt, die Kollegin hat da die Gremienarbeit vorgestellt. Die Kirsten Bock vom ULD, die ist da in dieser Arbeitsgruppe und da ist Spannendes zu erwarten. Und die hat dann eben mal dargestellt, wie wird man das juristisch sehen, wie wird man das angehen und wie geht man da quasi durch das Thema der Datenverarbeitung durch und guckt sich sozusagen Schritt für Schritt an, wer hat eigentlich faktisch die Macht über die Daten und entscheidet und der trägt auch die Verantwortung. Und die Aufsichtsbehörden werden das dann so kontrollieren. Und unabhängig von der Vertragslage gibt es auch die Werkzeuge in der DSGVO, auch bei den Strafen. Das heißt, da steht ja schon drin, wenn du als Auftragsverarbeiter, also als Dienstleister, sagen wir mal als Dropbox, ich bin die Dropbox und irgendeiner schmeißt Daten rein, dann hat faktisch Dropbox trotzdem eine Mitverantwortung, wenn die Entscheidungen treffen, personenbezogenen Daten gegenüber, die sie zu verantworten haben und faktisch durchführen, werden die sozusagen so bestraft, als wären sie diejenigen gewesen, die die Daten gesammelt haben. Und da bin ich mal gespannt, was das verändern wird, wenn man so vorgeht. Und das ist auch die vorherrschende Meinung in Europa. Wie gesagt, in Deutschland hat man oft ein anderes Bild, aber das wird europäisch entschieden. Und das finde ich wieder gut, dass es da eine Europäische Union gibt und sozusagen ja so eine europäische Entscheidung gibt und nicht nur so standardisiert deutsch, weil manchmal ist das auch für den Einzelnen, für den Verbraucher nicht gut. Man sieht das so bei Autos, dass da das Lobbying manchmal gegen den Verbraucher entscheidet und nicht für oder gegen die Gesellschaft und nicht für. Ja, da kam jetzt auch vor kurzem eine Meldung, ich bin gerade am Suchen, findest du jetzt auf die Schnelle nicht. Also vor kurzem heißt es irgendwann hier die Woche. Letzte Woche, dass unser lieber Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland angekündigt hat, dass er zum einen wohl schon nicht nur mitbekommen, sondern auch befürwortet, dass die Strafen doch schon sehr hoch ausfallen mittlerweile in Europa und er davon ausgeht, dass das in Deutschland genauso passieren wird. Weil wir hatten ja immer diese Diskussion auch hier schon ein, zweimal gehabt. Naja gut, es sind jetzt nach der Datenschutzgrundverordnung sind ja Strafen schon zum einen viel breiter aufgestellt.
Umfeld, also wie du eben sagtest, nicht nur derjenige, der früher verantwortliche Stelle, ne, so der die Daten erhebt und verarbeitet, sondern eben alle, die in der Verarbeitungskette Beteiligten letztendlich auch verantwortlich sind für die Verarbeitung der Daten und mittlerweile auch bestraft werden können. Also wenn ich jetzt einen Dienstleister engagiere, der dann schlampig mit den Daten umgeht, konnte dieser Dienstleister früher ja im Prinzip relativ sicher sein, da nicht unbedingt außer Reputationsschäden da wirklich vor den Kadi gezogen zu werden, weil er ist ja nur Auftragsdatenverarbeiter. Also sprich, er hat einen Auftrag bekommen und hat das ja nur im Auftrag gemacht, hat mit der eigentlichen Verarbeitung im Prinzip jetzt rechtlich gesehen erstmal nichts zu tun gehabt. Und die Strafen gingen dann an denjenigen, der da die Daten erhoben hat. Mittlerweile ist es halt definitiv so, dass jeder in der Kette im Prinzip auf Strafe hoffen darf, ja, was ja den Datenschutz letztendlich nur besser machen kann. Aber es war dann letztendlich ja auch immer so die Diskussion, ja, jetzt wartet erstmal ab, so schlimm wird das alles nicht. Da stehen zwar im Prinzip letztendlich Millionen Strafen an, ne, so und so viel Prozent vom Börsenwert oder Wert der Firma. Konzernumsatz im Jahr und so kann dann an Strafe herum, da hat da jeder erstmal schreckliche Angst gekriegt, dann ist da nicht viel passiert, dann war die Angst dann auf einmal wieder weg. Seitdem haben wir ja dieses schöne Schlagwort in jeder größeren Firma, Risikoübernahme, alles gar kein Problem, machen wir. Und jetzt ist im Prinzip so ein Stück weit, habt ihr ja alle, denke ich mal, so ein bisschen, zumindest ein bisschen mitbekommen, dass in Europa der ein oder andere größere Konzern schon Strafen zahlen musste. Und letztendlich ganz klare Ankündigung auch für Deutschland, Leute, das ist zwar hier jetzt noch nicht so dolle passiert, aber das wird kommen und da sind wir alle von überzeugt, dass das kommen wird und das finde ich schon auch eine wichtige Message. Ja. Ja, du meinst also den Ulrich Kelber, ja, weil wir haben ja vorhin gesagt, wir reden über die Veranstaltung 2019 und das ist der aktuelle Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Jetzt ein Techniker und kein Rechtsanwalt. Genau. Und der hat gesagt, es wird hohe Bußgelder geben. Ja. Jo, was als Beispiel noch fällt mir da ein, dass quasi dieses Cambridge Analytica und Facebook-Beispiel quasi, dass die DSGVO, wenn das nach Inkrafttreten der DSGVO passiert wäre, kann dann sozusagen an jeden Rand treten, der da irgendwo missbaut in der Kette und nicht nur an einen. Und das finde ich auch gut. Also das ist, wer da quasi faktisch agiert und entscheidet und Rechte verletzt, der hält auch einen Kopf dafür hin. Und ich finde es echt gut, dass die Aufsichtsbehörden sich da an der Praxis orientieren und nicht am theoretischen Vertragsgebilde, nicht nur am theoretischen Vertragsgebilde. Ja. Das kann man jetzt beliebig akademisch diskutieren, was wir hier nicht wollen, weil ich glaube, das interessiert euch nicht so. Ja, das, was spannend bleibt, ist halt tatsächlich, welche Wirkung hat das? Ja, also passiert dann da bei den Stellen, also Facebook und was weiß ich, im Prinzip kannst du sie alle nennen, die irgendwie größer mit Daten umgehen, weil ich gehe auch davon aus, dass jeder da irgendwann mal von Kadi kommt, weil überall genug, oder sagen wir mal anders, überall ist genug Luft nach oben. Ja, also kann man mit Sicherheit überall noch gut was verbessern. Manche Dinge, die immer ganz gut gelaufen sind, sind ja auch schlechter geworden, muss man auch mal ganz klar sagen. Also wenn man sich jetzt mal so Konstrukte anguckt, wie Deutschland Cloud, Microsoft, die praktisch jetzt zugemacht wird, wo schon auch, ich sage jetzt mal, solche Cloud-Anbieter sich überlegt haben, okay, wie können wir in Europa da vielleicht auch was besser machen wie sonst wo. Das dann irgendwie, weiß nicht, wie lange haben sie es ausgehalten? 3 Jahre insgesamt. So ungefähr. Und danach, wir berichteten. Dann irgendwann festgestellt haben, okay, wir verdienen da irgendwie nicht so genug Geld oder keine Ahnung. Ja. Und dann einfach das die Bude zumachen. Und sich auf der einen Seite, haben wir ja auch schon mal berichtet, positiv jetzt mal angemerkt, viele, gerade US-amerikanische Unternehmen, sehr wohl auf den europäischen Datenschutz gucken und sagen, mitunter sagen, okay, so schlecht scheint das gar nicht zu sein. Das ist schon auch eine Idee, wie man damit umgeht. Und da wollen wir uns vielleicht mal dran orientieren und jetzt letztendlich auch fordern, dass in den USA so ein bisschen mehr passiert in die Richtung. Auf der anderen Seite auch dann tatsächlich immer wieder die Dinge mitkriegst, die da total schief laufen, wie jetzt zum Beispiel Kisten da mit diesen Smart Speakern, die wo dann irgendwelche Leute halt die Gespräche mitgehört haben, um da Qualitätssicherung zu machen. Oder immer noch hören. Was weißt du, was da an Mikrofonen, die eingebaut sind? Also nur so nebenbei habe ich jetzt ein Werbeprospekt bekommen hier von der Deutschen Telekom. Die haben ja jetzt auch so einen Speaker da rausgebracht. Zu IFA haben sie da irgendwas beworben? Ja,
ja, kriegst du ja sogar vergünstigt und so, die haben immerhin eine Einwilligung drin. Also du kannst das untersagen. Also du kannst dann im Prinzip ein Kreuzchen machen. Ja, du willst zur Qualitätsverbesserung, dass Leute beitragen, sich, dass die mithören. Dass sie mithören und das auswerten oder du machst das Kreuzchen halt nett. Also musst du, glaube ich, sogar Opt-in. Nee, ist ein Opt-in. Also du musst dich entscheiden, musst dass sie mithören dürfen. Du darfst das Mithören einschalten oder du kannst es auslassen. Ja, genau. Und ich finde immerhin. Also, immerhin, ja. Immerhin. Also wenn da, ich finde es ja auch ein bisschen bescheuert zu behaupten, das ginge ohne. Ich habe letzte Woche einen super Bericht gelesen. Ich dachte, KI kann sowas. Nee, nee, kennst also du die da sitzen oder so? Nee, ich habe aber ich mal kennenlernen. Hier, wahnsinnig geiles Ding. Da oder gab's, auch lieber nicht. Da gab es eine Riesenpräsentation vor, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Jahren, keine Ahnung, ich habe es jetzt irgendwie gelesen gehabt. Da ging es um Telefongespräche oder natürliche Gespräche im Prinzip über Distanzen hinweg. Also du hast den Gesprächspartner nicht gesehen. Und das Ding war halt, die sind schwer gelobt worden, wie toll die KI jetzt schon ist, weil die meisten Gesprächspartner im Prinzip nicht erkennen konnten, dass das kein Mensch ist auf der anderen Seite. Mhm. Und dann haben sie, glaube ich, sogar Preise gewonnen oder jedenfalls ist das böse. Ich weiß, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wer das war, ob das Google war oder Amazon. Also ich glaube, es war Google. Und da ist zum Schluss rausgekommen, das haben sie jetzt irgendwie zu 1, 2 Jahre später jetzt zugeben müssen, das war keine KI, da haben praktisch zu 80% lauter Leute gesessen, haben da telefoniert. Das heißt, wenn man das jetzt im Umkehrschluss nimmt, liebe Datenschützer bei der Deutschen Telekom, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Naja, wollen wir jetzt nicht so böse sein. Wer weiß, wo das stattfindet. Ja, also genau. Ob das überhaupt in Deutschland ist, keine Ahnung. Ich habe mich mit diesem Lautsprecher, mit dem Lautsprecher da noch nicht auseinandergesetzt. Okay, ich glaube, ich brauche das auch nicht. Ich brauche so einen Lautsprecher auch nicht, weil ich bin da mehr ein Fan von dem. Hast du Freakshow letztens gehört, den Huckel mit seiner klassischen HiFi-Anlage und so? Ich hab sowas daheim. Ich mache das so. Ja. Ich habe 3 Schallplatten. Und zwar nach alter Technik, mit richtig großen Lautsprechern und so. Und richtig Schallplatten mit Nadel und ja, ich habe früher drüber gelacht, man hört es. Okay, ich glaube nicht, dass Kabel für 10.000 Euro das besser machen, aber du hörst einen Unterschied zur CD und ich kenne auch das Thema, verpol du mal ein Lautsprecherkabel, dann hörst du plötzlich nur noch das halbe Lied. Ich hab. Gibt's und das ist so. Ja, klar. Und das bildet man sich nicht ein, allerdings mit zunehmendem Alter werden ist das die Ohren schlechter. Aber ich bin ja auch ein Fan von Schallplatten. Ich habe auch echt eine ziemlich relativ große Schallplattensammlung, will ich mal behaupten. Aber und kaufe mir auch immer noch neue. 400. Ich kaufe auch neue. Ja, ich auch. Also die Pop-Rock Abteilung. Die dicken jetzt. Die 180 Gramm, die sind die geil. Rock-Pop-Abteilung bei mir sind auch so knapp 300, würde ich mal sagen. Und dann habe ich noch Klassik. Da habe ich gar nicht mehr gezählt. Aber was ich geil fand ich weiß gar nicht. Jetzt hier irgendwie auch die letzte Zeit in irgendeinem, das war hier Batchley, da gibt es eine schöne Serie und zwar von den Mädels, die damals im Zweiten Weltkrieg die Batchley Park, oder? Ja, genau, Batchley Park, die Codes geknackt haben. Okay. Und da gibt es bei Netflix im Moment 2 Serien, nämlich einmal Batchley Park Sisters, glaube ich. Und das andere ist Batchley Park Sisters San Francisco. Das ist praktisch die zweite Serie. Ne? Und wieso San Francisco? Wie weil die dann einfach mal nach San Francisco sind. Lange nach dem Krieg und so. Da ging es um einen Mörder, der in Batchley Park jemand umgebracht haben. Eine Frau da. Nee, aber was lustig war Folgendes. Und dann, ist inhaltlich schön, weil Frauen, die echt was auf dem Kasten haben, so diese ganze Atmosphäre, das spielt so in den 50er, 60ern, kann man sich angucken. Aber was richtig geil war, da war dann ein Mädel, die hat mit 2 Jungs zusammen gewohnt in San Francisco, so wohngemeinschaftsmäßig. Und die 2 Jungs sind ihr tierisch auf den Senkel gegangen. Ja. Und sie hatte halt so eine alte Stereoanlage. Also nee, eben nicht Stereoanlage, sondern sie hatten einen alten Schallplattenspieler in so einer Konsole.
Ich bringe jetzt aus dem Konzept, erzähl weiter. In so einer, Musiktruhe, ne, hat man das früher genannt, Musiktruhe. Ne? Ja. Da haben sie oben Deckel aufmachen. So, ja. Und jetzt pass auf, und die kamen heim, ne? Und die zwei Jungs machten sich an ihrer Musiktruhe zu schaffen und erzählten ihr dann voller Freude, hier, wir haben es dir jetzt umgebaut, das Ding ist jetzt Stereo, gell? Und hier kannst du sogar Stereo hören, dein Schallplattenspieler, wir haben jetzt eine Stereonadel eingebaut und alles umgebastelt und so und wunderbar, hört ihr das mal an, toll. Und sie total erbost, baut das wieder zurück zu Mono. Jeder Depp weiß, dass der Dynamikumfang bei Mono-Schallplatten viel größer ist als bei Stereo. Ja, geil, ihr macht mir hier den ganzen Sound kaputt und so, hast dich total aufgeregt. Und das hat mich daran, an diese Diskussion, die ja auch so Vinyl-Freaks haben, der Dynamikumfang bei Schallplatten ist größer wie von CDs. Ja, das stimmt tatsächlich, das heißt, aber es ist fatal zu behaupten, dass Schallplatte sich besser anhört wie eine CD, weil das ist definitiv nicht so, weil es ist erstmal eine Frage der Definition, was besser ist. Genau. Ja. Also was heißt besser? Ja, so. Aber wer misst und traue nur dem Messsystem, das du selber gebaut hast. Das war deswegen so richtig stark, fand ich richtig geil, weil es so eine richtig schön typische Anspielung war. Sie kommt aus einer Zeit, wo Mono halt noch, das war das Stereo von heute, das Schwarz von heute war damals ein Mono. Ne? Und die haben das umgebaut auf Stereo, dachten, sie hätten ihr jetzt was richtig Gutes getan und haben direkt eine reingekriegt, weil nur sie hat so auf das Alte gestanden und wollte das auch wieder haben. Ne? Und naja, sie mussten es heißt, die momentan Lautsprecher hier nur einen im Raum und dann vernetzen, ist gar nicht so schlecht, weil es ist ja Mono. Ja, wobei das nicht stimmt. Mono aus 7 Lautsprechern. Ja, das stimmt nicht. Aber ich habe dich gerade aus dem Konzept gebracht. Guck dir das. Ich zeige gerade ein Foto, das müsste man als Episodencover nehmen. Das ist ein Haus, das ist ein Hotel. Wo steht das in welchem Land? Ja, in England. Sieht man sofort, ne? Weil man sieht es daran. Was siehst du jetzt? Beschreib's. Naja, ein Waschbecken, eine Badewanne. Ja, guck mal ans Waschbecken hin, was. Wie? Ja, getrennt Warmwasser und Kaltwasser. Genau, ja, am linken Ende ein Wasserhahn und am rechten Ende ein Wasserhahn. Ja, genau. Außen kommt kalt, aus dem anderen warm. Ja, so war das. Und dieses Hotel, ne, das ist fast gegenüber vom Bletchley Park in Milton-Keynes, weil ich war da, hatte aber keine Zeit, darüber zu gehen. Aber mal und wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, dass das gegenüber ist. Ich kam da nachts an, bin mit so einem so schönen klassischen englischen Taxi bei Schnee, wann war ein Schneechaos in England, wo mal ewig Schneechaos war, irgendwann vor über 10 Jahren war das, kam da nachts an, hat mich so ein cooler Taxifahrer dann hingefahren vom Bahnhof aus und ich wusste auch nicht, wo ich bin, war das erste Mal in Milton Keynes und wenn ich das gewusst hätte, wäre ich da wahrscheinlich sogar einen Tag eher gefahren und so. Super Museum da. Und habe das überhaupt nicht geschnallt, sondern war da zwei Tage unterwegs und wusste das nicht, wo ich bin. Erst hinterher angeguckt. Das geht mir öfter so, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Ja, okay, das geht mir auch so, wenn ich international unterwegs bin. Ich war dann noch ein paar Tage in London und habe mir das hinterher auf der Landkarte angeguckt, weil wenn du 8 Veranstaltungen in 3 Tagen machst, ne, dann weißt du nicht mehr, wo du bist. Wenn du von irgendwo A nach B gebracht wirst, hast du keinen Schimmer mehr. Ich wusste nur, ich habe mir ganz kurz mal King's Cross angeguckt und ein Foto gemacht, weil ich dran vorbeikam. Und ich wurde dann morgens in der Rush-Hour in die U-Bahn gestopft mit 3 Gepäckstücken und das war der Horror. Ja. Aber ja, wie kriegt man jetzt da wieder die Kurve? Die Serie Bletchley Park, da gibt es auch einen Film. Mir fällt jetzt der Titel natürlich nicht ein. Hast du den gesehen über Alan Turing? Ja. Mit dem Benedict Cumberbatch als und das kommt, Alan Turing, das ist der ist gut. Das, wie heißt der? The Incent? Nee, das ist ein anderer. Wir suchen es raus und wir machen die Links rein. Der ist auch absolut sehenswert. Der ist gut. Was auch richtig geil war in dieser Serie da, ne, mit den Telefonistin? Nee, Telefonistin war es, das ist wieder eine andere Serie gewesen. Aber mit diesen Mädels. Du guckst zu viel Serien. Ich gucke zu viel Serien. Vor allem binge ich die so, ja. Also ich gucke die dann immer gleich ganz durch. Und, weiß dann hinterher auch nicht mehr, um was es ging. Aber schön war, da war dann auch so eine Anspielung, da ging es dann um Schwule und Lesben und so, ne? Und das spielt ja so in 50ern, 60ern so, ne? Und da ist natürlich alles noch total verknorzt, auch in Amerika, ne? Schwul sein und so, war ja da und bist ja eingeknastet worden und so, wenn du da irgendwie auffällig geworden bist, war in Deutschland übrigens auch so. Und da erzählt dann die andere, dieses eine Mädel dann, ja, sie hatte ja da mal so einen Kollegen gehabt damals, wie sie im Krieg noch die Codes geknackt hat. Und den hätten sie ja auch ganz übel mitgespielt. Und um wen ging's?
Alan Turing. Genau. The Imitation Game, ein streng geheimes Leben von 2014. Sehr sehenswerter Film, habe ich mit meinen Jungs letztens angeguckt. Und da kommen wir auch wieder auf die Relais, Alter. Ja. Da waren alle, die ganzen Rechner damals, die sie da benutzt haben. Das war nach der Zombie-Apokalypse sind wir die Könige mit viel unserem... Viel Mechanik und viel Relais. Ja, das ist also... Das, wie heißt das Standard-Relais der Telekom war, wie hieß das? 48... Und was für ein Relais? Oder meinst du ein Wähler oder was? Nee, nee. Das System oder? Nee, diese Relais hatten ja auch eine W8. W48 war ein Telefonapparat. Nee, aber das Vermittlungssystem 55 und 55 V. Ja, aber diese Relais hatten auch irgendwie einen Namen. Aber auf jeden Fall habe ich davon noch Federsätze zu Hause. Also ich könnte noch ein paar Kontakte bauen. Zum Justieren, ich habe noch ein Kontaktfedergewichtmesser. Wie heißt denn das Ding wirklich? Da, wo du das Andruckgewicht der Kontaktfedern am Relais messen kannst. Justieren kannst und eine Relais-Justierzange habe ich auch noch. Damit die nicht prellen, ne? Prellen und keine Funken. Genau, schlagen. Prellen. Was ist Kontaktprellen? Kennt das noch jemand? Ja, wir hatten ja die Idee mit unserem dritten Zauberer hier mal über den Bandwurm. Tja. Vielleicht machen wir da noch eine Podcast-Serie auf, für die, die es nicht interessiert. Also wir haben ja mal diesen alten Rechner, ne, den TTL-Rechner, den ich da zusammengebastelt habe. Auf Vermittlungstechnik. Und ich habe nämlich ein Projekt gefunden. Da hat einer tatsächlich einen kleinen, also im Prinzip so einen kleinen 8-Bit-Rechner aus Relais zusammengebaut. Zwar jetzt nicht alte Relais, sondern moderne Relais, aber das ist eine riesen Platine. Leider, also ich habe mir echt lange überlegt, mir das Ding zu besorgen, aber da hat allein die Platine schon irgendwie 200 Euro gekostet. Das ist eine Menge Bauteile, das kostet Geld. Nee, nur die Platine hat 200 Euro gekostet, da waren die Bauteile noch nicht dabei. Also, ja, und Strom braucht es auch. Ja, Strom braucht es auch, also da brauchst du schon ein dickeres Netzteil. Aber okay, anderes Thema, machen wir das irgendwann mal. Ja, aber wenn wir es schon beim Ankündigen sind, weil wir kommen ja jetzt so langsam, glaube ich, zum Ende, oder? Ja. Wie viel haben wir denn schon? Haben wir schon mehr als 10 Minuten? Sicher. Ja, ja, dann wir sind bei knapp einer Stunde. Okay, hat man gar nicht vor. Ankündigung. Ich weiß noch nicht, wie ich es in unseren Feed einbaue, weil wir haben da so eine kleine Serie gestartet. Und zwar, meine Grundidee war immer, wir können mal einen Gesetzestext vorlesen, haben wir auch mal versucht. In der Folge, ich verlinke die. Die eine Folge war auch gut. die war lustig auf jeden Fall. Das tun wir euch nicht an, aber wenn jemand wissen will, was in der DSGVO steht, die hatten besondere Strukturen. Und zwar die DSGVO ist nicht wie so ein deutsches Gesetz, nur eine Präambel oben drüber, die mal erklärt, um was geht. So wie beim Grundgesetz, da steht ein bisschen was Schönes drin. Was ist so das Ziel? Was ist so, ja... Das Ziel des Staates, warum gibt es das Ganze? Und bei der DSGVO gibt es sogenannte Erwägungsgründe. Und das Spannende ist im europäischen Recht, die haben mehr oder weniger Gesetzeskraft. Das heißt, das ist so eine Mischung aus Kommentar und, und Grundlage und Protokoll genau von der Entstehung. Genau genommen ist es im Prinzip der Versuch zu erklären, warum das im Gesetz steht. Also warum im Artikel 1 genau das drin steht, wie man da hingekommen ist. Also, genau, und das ist aber nicht 1:1 zu der Artikelzahl, sondern es gibt 173 Erwägungsgründe. Bietet sich an, darüber 173 Podcasts zu machen. Genau. Die dann aber recht kurz sind, weil manchmal ist es nur ein Satz, manchmal kannst du auch stundenlang drüber reden, manchmal nur eine halbe Stunde oder 10 Minuten. Das heißt, das werden wir demnächst starten zu veröffentlichen und werdet ihr dann im Feed finden, wie wir das jetzt da einbinden oder einen zweiten Feed machen, wird die Technik zeigen und die Zeit, die ich dafür finde, aber startet jetzt demnächst, versprechen wir schon mal, denn da sind schon einige im Kasten. Und bisher sind es so Zwiegespräche auch mit Überraschungsgästen, die hier noch nicht im Podcast waren. Ich bleib da dran, noch viele spannende Gesprächspartnerinnen zu finden. Und ja, das wird so mit reingemischt und als einzelner Feed, aber dann auch abonnierbar für jemanden, der mal wissen will, was ist so eine DSGVO. The Bletchley Circle wird mir gerade hingereicht. Das ist die Fernsehserie. Also guckst du die in Englisch? Nee, ich bin da nicht so. Das dauert mir immer zu lange, das zu übersetzen. Also. Was ich immer übel finde, ist bei den Anbietern für die Serien, dass du dir die deutschen und englischen getrennt kaufen musst. Das ist so. Nee, ich kaufe mir die. Wenn du die dann in Englisch gucken willst, kannst du nicht umschalten, kaufst du dir nochmal. Das ist nicht schön. Oder wir wollten jetzt. In Bruges, also den Brücke sehen und sterben angucken mit meinen Jungs in Englisch. Jetzt ist der in iTunes nur in Deutsch drin und in Netflix auch nur in Deutsch drin. Ja, ist rum.
Das ist ja, Lizenzgedöns, Rechte, Zirkus, schlimm. Hin und her. Jetzt habe ich mir noch die Blu-ray gekauft. Jetzt gucken wir noch mal in Englisch also an. Die und die kürzen da. Ja. Also der war letztens in Arte. Der ist 12 Minuten kürzer. Und also es sind keine brutalen Szenen rausgeschnitten, sondern echt Szenen, wo ich sage, warum? Also wirklich so, kennst du den Film? Nee. Also sehenswert. Ich kenne ihn, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und das sind so Szenen, da wo ich sage, hey, das ist ein Teil der Story. Ja, ja, klar. Das ist eigentlich ein wichtiger Teil der Story. Das ist, wie er das eine Mädel kennenlernt. Und das ist komplett rausgeschnitten. Das ist ja so ein bisschen, das ist irre, was da gekürzt wird und welche Leute ja mit welchen Gedanken daran gehen. Das ist ja auch der Grund, warum viele letztendlich auch immer das Original sehen, dann in Englisch und so. Ich muss dann ganz ehrlich sagen, also im Sinne von, da ist auch im Dialog halt viel, viel mehr los, wie das, was in der Synchronisation drin ist. Auf der einen Seite denke ich mir aber trotzdem, dass wir ja hier nur in einem gesegneten Land leben, wo die Synchronisation doch wenigstens einigermaßen okay sind. Im Tegenschnack hatten wir letztens ich habe es angehört, das Thema rausgefallen. So mit von wegen mehr im russischen oder im östlichen Teil der Welt. Ich war schon im Osten unterwegs und habe das live im Fernsehen gesehen. Genau, ich habe das auch mal gesehen. Nur ein paar Programme, die sind in der Originalsprache. Einer wirklich so ganz gelangweilt, dann. Da liest dir ein polnischer Sprecher die polnische Übersetzung vor. Und zwar einer für alle. Für alle. Ja. Mit einem Tonfall. Ja, völlig gelangweilt. Ja. Ist schon mal hörenswert, ja, aber man braucht es nicht. Ja. Ich habe da mal, ich glaube, Woman in Red habe ich da mal geguckt. Oh, Jesus, Maria. Das ist also schon. Hat schon du kennst den Film nicht wieder, ja. Und das ist schon, ja. Genau, und da hatten wir das Thema, das fand ich dann schon auch in Ordnung, wenn man das gewohnt wäre, alles im Original zu sehen, dann wäre das wieder noch ein ganz anderes Thema. Ne? Das ist, ich hatte das Beispiel da im Urlaub irgendwann mal Derek in Schweden gucken zu können, ich habe irgendwann mal einen Fernseher angemacht und war dann total geschockt. Die übersetzen da gar nichts. Also da kriegst du eigentlich alles im Original, außer Kinderfilme, glaube ich, sagte die. Oder schwedische Produktion. Oder schwedische Produktion, die wird dann hoffentlich in Schwedisch gesprochen worden sein. Ja. Aber das finde ich deswegen ganz interessant, weil da ist dann auch dieses, die können halt alle relativ gut Englisch und das hat nicht nur was mit der Schule zu tun, sondern einfach, weil du es gewohnt bist, dann amerikanische Filme dann auch in Englisch zu sehen und das ist halt einfach so. Ja, du kriegst die Sprachmelodie mit rein. Das heißt, du kannst die Beziehung zur Sprache haben. Es ist einfach nicht gewohnt sein. Das gewohnt sein, in so einer Sprache, mit so einer Sprache umgeben zu sein. Ja, Vokabel lernen hilft dir nicht. Ich habe so ein spannendes Erlebnis, das ich mal hatte. Ich war ja ein bisschen international unterwegs und zwar bei der Firma, die ich da supported habe, hat sich jemand beworben auf einen Job, wo Deutsch gefragt war. Jetzt hatten die das Problem, in dem Land gab es nicht, in der Firma gab es keine Deutschsprachigen außer mir. Deswegen haben mich die Personalerinnen angesprochen und haben gesagt, kannst du bitte die Interviews führen, weil wir wissen nicht, ob die Deutsch können oder nicht. Und ich hatte eine Person gegenüber, die hat quasi Deutsch sich selbst beigebracht, weil ich habe das dann hinterfragt. Und zwar quasi die Landessprache, die Grammatik der Landessprache mit deutschen Vokabeln. Ganz schlimm. Das war abenteuerlich. Ich habe aber dann immerhin durch Fragen rausgekriegt, dass diese Person sich das selber beigebracht hat. Aber das über Internet und Wörterbuch. Das ist ja deutsche Vokabeln, hat aber die eigene Grammatik verwendet. Sag's euch, das war echt ein Highlight. Das ist halt andersherum natürlich auch so. Ne? Und da muss man ja nur auch mal gerechterweise sagen, Deutsch ist keine einfache Sprache, wenn du sie von außen mitkriegst. Alle Sprachen sind nicht einfach. Ja, aber es gibt schon von der Struktur her, ist Deutsch schon irgendwie, ne, so dieses, was habe ich gestern gelernt? Ja, ich habe auch SZ, meine Probleme mit Deutsch. Das ist natürlich SZ, mein Problem. Das SZ zum Beispiel ist ein Buchstaben, der kommt tatsächlich nur in Deutsch. Im Deutschen vor. Den gibt es weltweit sonst nirgendwo mehr. Gibt's den, wenn ich im Namen hätte, würde ich den tilgen wollen. Ich habe den im Namen. Ich weiß es doch. Und ich habe den getilgt. Und ich habe den getilgt, ja. Ich hab den echt, Daslo schreibt man jetzt nicht mehr mit SZ. Sondern mit Z, genau. Und nee, aber dieses, ich hatte da vor einiger Zeit mal irgendwie auch in der Fernsehsendung, wie war denn das? Da ging es auch um Sprache und einer hat sich halt irgendwie selber mit beigebracht und da kam auch ganz obskures Zeug bei raus und das funktioniert halt so nicht. Also Sprache meiner Meinung nach kannst du nur lernen, wenn du wirklich irgendwie das um dich rum hast und letztendlich auch ein bisschen gezwungen bist, damit umzugehen. Da
Da fällt mir noch eins ein, das war ja fast ein Sendungstitel wieder, aber das passt jetzt nicht zu unserem Thema. Und zwar habe ich heute, ich war jetzt 2 Tage lang im Workshop Deutsch-Englisch, weil da waren 2 Englischsprechende mit ein bisschen Brockendeutsch und der Rest Deutsche. Und jeder hat halt in seiner Sprache dann gesprochen und manchmal die anderen auch in der anderen, was auch geht, was aber irgendwie anstrengend ist. Und einer hat den Aufkleber hinten drauf auf seinem Rechner Cyber mit SZ geschrieben vorne. Ja. Das sieht geil aus. Ja. Ich habe 2 Mal hingeguckt. Halt, was steht halt, da jetzt? Ich war zu halt, weit weg. Ist halt tschechisch. Das ist die tschechische Übersetzung von Cyber. Ne? Hat mir auf dem Camp übrigens auch. Ne? Ich habe eine Palette Cyber-Cidre mitgebracht. Ah. Bei uns im Nachbarort gibt es eine Kälterei. Den Cyber-Cider. Cyber-Cider, genau. Ja, den gibt's da. Die machen halt Apfelwein, halt wie das bei uns in der Gegend üblich ist, so Frankfurter Raum. Ne? Und die haben dann mir eine Palette gespendet und die durfte ich dann mitnehmen aufs Camp. Und die war auch, ist angekommen. Konnte man trinken. War ja noch genug Alkohol drin. Ja, und wegen Ankündigungen, also das machen wir, ne, mit den Erwägungsgrundsätzen. Und das nächste Thema ist, Leute, seht zu, dass ihr Karten kriegt für den Communication-Kongress im Dezember. Und ja, dass wir uns da vielleicht auch mal in einer größeren Runde zusammensetzen können, das wäre ja auch mal eine Aufgabe. Das wäre auch eine Aufgabe, oder? Sowas wie ein, ja gut, bei uns werden nicht viele kommen, aber so Hörertreffen würde mich ja schon mal interessieren. Hörertreffen, da können wir uns dann... Ich würde von weiter weg erstmal gucken, wer da alles kommt. An so einen kleinen Tisch setzen. Ja, brauchen wir 4 Stühle. Ja, 4 Stühle, ja, da können wir direkt wieder mal einen aufnehmen, weißt du so. Im Sendegarten wie das letzte Mal. Ja. Oder das vorletzte Mal oder das vorvorletzte Mal oder wann auch immer. Jo, okay, dann sind wir durch. Und haben wir irgendwas vergessen? Sicher haben wir was vergessen. Aber ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Macht's gut. Tschüss. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.